Aber Dreier kann ich nicht machen. Ist halt scheiße ohne Skill. Passen. Du kriegst sogar Minuspunkte, schau mal. Also Minuspunkte heißt, du kriegst diese Credits sogar minus. Als ob ich jemals mit Plus aus dem Spiel gehen würde. Also ich muss den Miller decken. Ich glaube, ich muss mit dem rechten Analogstick immer links-rechts hindecken, oder? Ich habe 6 Münzen bekommen und habe wieder verloren 3 Münzen. Habe ich gesehen. Ja, passt. Oder wirf selbst schnell. Auf geht's, wirf. Das ist krass, man verliert ja auch die Münzen, gell? Man bekommt für den Korb vielleicht 6 und dann verliert man 3, wenn man vorbei wirft oder so. Also was ich halt nur fordere, ist ein bisschen Gags, drück die Tasten. So, hier ein bisschen guiden mich. Aber gut, wir haben 2014, ich erwarte so viel von dem Spiel. Oder man muss halt schon alles kennen und können von den anderen Spielen. Kann ich halt leider nicht, sorry guys. Also ich habe die anderen Spiele nicht gespielt, was soll ich das wissen? Aber hey, in 2015 üben wir jetzt und in 2016 können wir es einfach so aus dem Schlaf hier. Also ich bin eine Maschine, was auch immer das. Also ich finde, es macht mehr Spaß, wenn du die ganze Mannschaft spielst, dann hast du immer was zu tun. Ja, ich skippe das jetzt, ich möchte nur spielen. Also ich habe jetzt netto Spielzeit vielleicht eine Minute. Wie soll man sich denn da beweisen irgendwie? Egal, ich kriege schon hin, Jungs. Hey Falke, grüß dich, servus. Schön, dass du da bist, mein Freund. Ich versuche gerade hier zu lernen, das Spiel, aber das Spiel sagt mir nicht, wie das Spiel gehen soll. Du bist der Gerät, ja. Ich finde, vorhin hat es eigentlich Spaß gemacht, hier mit den Heats zu spielen, gegen, keine Ahnung. Was interessiert mich der Typ hier? Rein als Shooting Guard, alles klar. Bin ich hier. Also, ich muss jetzt wieder einen decken. Nee, gibt es gar nichts, überhaupt nichts. Also, weiß ich nicht genau. Don Prätig, bis jetzt habe ich nichts gefunden. Es gibt... Oh, ich hätte den Ball nehmen können. Scheiße, ich Depp, habe nicht hingeschaut. Bestimmt, vielleicht gibt es irgendwelche Videos oder so, aber... Was ich eigentlich machen wollte, ist einfach mich in eine Halle stellen, allein und irgendwelche Würfe zu üben. Das wäre doch geil, aber... Habe ich noch nicht gefunden, die Option. Du magst so Games nicht, aber Fußball hast du doch gemocht, oder nicht? Das ist doch eigentlich eine gleiche Art von Spiel, einfach mit Ball und Korb anstatt Tor. Und ich finde es interessanter, hier musst du alle 24 Sekunden werfen, beim Fußball kannst du 90 Minuten keinen Torschuss abgeben. Sie müssten, also ich würde Fußballfan werden, wenn sie es hinkriegen, dass du einmal pro Minute aufs Tor schießen musst, fertig. Dann sind sie gezwungen, nicht da rumzuspielen hier. Hey Timox, grüß dich. Willkommen beim NBA-Chaos hier. Ich probiere das Spiel zu lernen, aber bis jetzt hat man mir nichts gesagt, was ich drücken muss. Ich weiß auch gar nicht, wo ich stehen soll, welche Position ich stehen soll. Ich versuche immer Dreier, aber ich habe noch keinen Skill für Dreier.
Fußball ist ja. Ist, was ist der kommt so kompliziert? Haben wir zwei nicht zusammen FIFA gespielt? Ja, dann machen wir halt alle 2 Minuten Satronk. Ja, Tastenbelegung gibt's ja, aber da gibt's ja tausend verschiedene. Ich dachte mir, man wird so langsam eingeführt, so ein Spiel. So, drücke den. Aber egal, passt schon. Es macht ja nichts hier. Kriegt das schon hin, ich werde das schon lernen im Spiel. Alter, steht doch frei hier. Ja, Punkt erlaubt, Minus, oder? Ach so. Okay, Falke. Alias PS4, stimmt. Deswegen habe ich. Dann war das. Ah, dann habe ich dich mit Zwecki verwechselt. Alles. Weil gleiche Farbe und gleiche Länge des Namens. Alles klar. Sorry, ich habe dich mit Zwecki verwechselt dann. Stimmt, du bist der PS4. Ja, ich habe wieder Punkt erlaubt. Sorry, Falk, ich habe dich verwechselt mit Zwecki. Wie kann der nur so schief werfen? Hey, Susa, grüß dich. Wäre jetzt lustig, wenn die getroffen hätten. Ja, Satron verliert es doch immer, dass man gemein zu einem ist. Aber ich habe schon 5 Punkte im Spiel gemacht. So schlecht kann es doch gar nicht sein. Hab den Einladung bei Drive Club geschickt für Club. Kann man jetzt einen Club endlich gründen? Ich wollte einen Club gründen, aber das war die ganze Zeit offline. Ich konnte nicht connecten zu dem Drive Club Server. Ich wollte die ganze Zeit einen Club erstellen, dass wir alles spielen können, aber wir haben ja gespielt auf Drive Club hier, aber ich konnte nur offline spielen die ganze Zeit. Ich wollte ja für den ganzen Stream hier einen Club aufmachen. Aber das ging ja nicht. Am Release-Tag, am Tag danach auch nicht. Foul. Ach so, war es wieder auf, war es kurz online, okay, dann. Was ich? Ja, ihr kennt das ja bestimmt von FIFA oder sowas, dass man immer nur einen Spieler spielt, aber ich würde gerne die ganze Mannschaft spielen, dann kann man auch ein bisschen üben hier. Also ich muss immer zu dem Typen hin, probiere ich. Aber wie decke ich den am besten? Mit dem mache ich wirklich hier immer X oder wirklich. Wenn ich nicht mehr schreibe, dann liegt es da. Das liegt es gerade daran, dass mein WLAN, glaube ich, um 11 ausgeht. Alles klar, so weiß ich Bescheid. Ich hoffe, dir geht's gut bis 11 zumindest. Hey, ich habe schon 322 verdient, oder was? Wow. Ja, die haben die Server nicht im Griff. Sie haben ja gesagt, die schalten das erst frei, wenn sich das alles beruhigt hat oder so.
Ist das Spiel vorbei? Bester Spieler bin ich, oder? Jo, so weit, so gut, so weit, so gut hier. So weit, so gut. Ich fühle mich nur etwas alleingelassen vom Spiel. Ich dachte, mir wird erklärt hier, dass du was, irgendeine Guide oder irgendeine Anleitung oder so. Das Einzige, was ich erklärt bekommen habe, ist, dass man diesen Strich da in der Mitte halten muss und trifft dann der Punkt. Tag, Gags, du bist doof. Dito, wegen dir musste ich mir Kinderriegel kaufen. Dann passt doch. Kamera, fokussier mal neu hier. Refocus, jetzt hat. Okay, also verlassen. Haben wir ein bisschen was verdient. Wunderbar, haben wir ein bisschen was verdient hier. Deine Verdienten werden gut geschrieben. Das ist ein 3D-Shooter-Spiel hier. Du hast wie ein Rentner gespielt. What's the good news? Good news is, I don't think it's possible you could have played any worse. Ich glaube, schlechter kannst du nicht spielen. Nah, man, suppose you make you couldn't play any worse. We all got work to do. If we're gonna do something special this year, so put this behind you. Learn from it. Move on, alright? You couldn't play any worse. What the fuck, man? Ha! Was? Lern draus. Okay, ich brauche den Ballaufhänger. Ja, okay. Yeah, alright. But a 50-year-old bum, though? Man, if the shoe fits. Come on, man. If the shoe fits. Also, diese Dialoge sind cool hier. Ja, Susa, du musst hier nämlich eine Waffe dir schnappen und du musst die ganzen Bälle erschießen, die da rumfliegen. Sun heute früh dann die Form ist zu testen, okay? Ja, die haben gemeint, solange der Ansturm so groß ist, schaltet sich der Online-Server nicht an. Alles klar, Satronk, bis gleich. Ja, genau so, dann musst du Bälle erschießen hier. Also, hat heute beim Spiel Suns Wizards zum ersten Mal ein NBA-Parkett betreten. Ha, echt? Er hat eine lange Karriere vor sich, wenn er nicht in Ungnade fällt, siehste. Also, so schlecht war ich doch gar nicht. Ich habe verdient 377 Bucks oder was auch immer das sind, Credits. Und ja, passt doch eigentlich. 6 Punkte habe ich im Spiel gemacht. Kein Dreier. Rebounds habe ich auch keine. Macht nichts, kriegen wir hin. Und glaube ich, mit dem Punkt kann ich jetzt ein bisschen was skillen, oder? Attribut-Upgrade. Ich habe 377. Ja, für den zweiten brauchst du schon 5. Krass. Dann mache ich jedenfalls Jump-Shooter hier. Dreier aus der Bewegung, Dreier aus dem Stand. Ja, mach mal, auf jeden Fall. Wird gekauft. Da brauche ich 404 fürs nächste. Die sind deppert, weiß man doch, dass zig Leute angehen, gerade bei der Plus-Version. Sehr sicher. Aber die lernen das nicht. Also die lernen das nicht bei der PlayStation. Nie, egal was rauskommt oder sowas, bist immer erstmal gearscht. Korbleger aus dem Stand, Korbleger aus der Bewegung. Was ich wollte, Präzision wollte ich haben. Hier, Präzision wollte ich noch haben. Spielmacher, Präzision hier. Ballkontrolle, Passübersicht und Präzision. Sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Kommt immer so vor, wie mit was man irgendwas mit Geld kaufen muss hier. Also, Präzision geholt und dass wir Dreier überhaupt treffen können. Und jetzt möchte ich mit meinem Spieler, einfach auf das Spielfeld, auf ein leeres Spielfeld und selber ein bisschen rumlaufen und dann probieren mit den Tasten. Also, ist das möglich? Attribut-Upgrades, Animation,